Ja. Ich Eine mir da echt Möglichkeit direkt wäre gesehen. natürlich auch noch, ihn irgendwie zu beeinflussen, Bandijan. Du weißt ja, dass ich besondere Sachen kann und so. Und ich kann auch, wenn ich jemanden angucke, dass er da nicht mehr weggehen kann. Aber das klappt nur manchmal. Also ich finde die Idee gut, dass du dich auch unter oder in die Nähe von den Torbogen setzt und so tust, als wärst du, naja, eine betrunkene Bettlerin oder sowas, die dort schläft, um in Janans Nähe zu sein. Also, dass ich es nicht versuche, ihn festzusetzen durch diesen Trick. Das kannst du dann ja immer noch. Aber am besten wäre natürlich, wenn die Übergabe reibungslos verläuft und danach können wir diesen Paktierer immer noch festsetzen. Na gut. Gut, also sieht aus wie folgt. Vasha und ich werden im Torbogen warten und das Schwert entgegennehmen. Rendijan sitzt zusammen mit seinen Maraskanerinnen im Tobrischen Hof und hält sich bereit, die Ostseite der Straße dicht zu machen. Auf der anderen Seite stehen Aphadaios, Myria, Ritter Jagold und Xindian, wer auch immer das noch gleich ist. Ach, der Lüsterne. Und sind bereit, die Westseite der Straße zuzumachen. Auf den Dächern sitzen die anderen vier Söldner mit Bögen. Machen jeden nieder, der fliehen will. Noch Fragen? Ja, stechen wir dann sofort an See. Am besten, ja. Dann müssen wir die Crew bereit machen und also, was ist denn aus diesem Zwergenpanzerschiff geworden? Haben ihn der Stadtwache übergeben. Ich nehme an, er wird dem Gericht vorgeführt werden. So wie sich es gehört. Es sich, verzeiht. In Ordnung, Herr Radaios. Wenn es nicht zu viel ist, dann sorgt bitte dafür, dass die Crew morgen früh um 6 Uhr am Bootssteg liegt. Wollt ihr nicht einmal Delia der Latiranak unterrichten, falls wir erfolgreich waren? Richtig. Nun, um 4 Uhr ist die Übergabe, um 6 Uhr werden wir abfahren. Das wird genügend Zeit sein. Aber es ist auch so viel Zeit, dass wenn der Mann, der uns das Schwert gibt, tatsächlich entkommen sollte, dass er Leute warnen kann und dass wir vielleicht dann nicht auslaufen können oder dass sie sonst irgendwas versuchen, um uns daran zu hindern oder dass die Leute von der Mannschaft bestechen oder so. Bedenkt das. Ja, da muss er aber sehr schnell sein. Ich glaube, das schafft er nicht in 2 Stunden. Ich weiß nicht, wenn er mit, mal zu vorbeugen, ganz leise, mit dem was zu tun hat, dann vielleicht kann er sowas. Ich Ja, weiß nicht, wie vielleicht, schnell die sind. aber. Ich kann ja auch ganz schnell laufen, wenn ich das will. Also, wenn ich es mir ganz doll wünsche. Nun, dann wird, welche Verstärkung auch immer ankommt, das Schwert mir aus meinen kalten, toten Händen reißen müssen. Die Söldner sind auch dabei. Das ist schon eine erhebliche Mannstärke sein, die sie aufbieten müssen, um uns das Schwert wieder abzunehmen. Und wenn 10 solcher Leute oder mehr nach Valusa reinkommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, haben wir größere Sorgen. Ähm, Ihr wenn meint? wir, wenn wir dann sofort abfahren, Wascha, wir brauchen glaube ich noch Vorräte für das Schiff. Gut. Ja. Vasha und Brindisian, ihr kümmert euch dann darum. Evadaios, ihr macht die Mannschaft klar. Ich werde Ihre Exzellenz und seine Gnaden von unseren Plänen unterrichten. Evadaios, soll ich euch nur mit einplanen oder esst ihr immer noch nichts mit von unseren Sachen? Ja, wenn Vielleicht ein bisschen frischen. Trockenfisch oder so? Das wäre ganz gut, ja. Wenn es sowas gibt. Ich werde uns demnächst frischen Fisch fangen, aber bis dahin wäre das nett, ja. Ja, Nahrungsvorräte zu kaufen ist nicht das Problem in Valusa. Trinkwasser kriegt ihr nicht. Das heißt, eure Trinkwasservorräte könnt ihr nicht auffüllen. Und Brennholz braucht ihr nicht, aber auch das kriegt ihr nicht. Okay. Dann irgendwas kaufen, woraus man Wasser machen kann. Du kannst Aber den Sch Trinkwasser war doch auch nichts verdorben, oder? Oder war das auch weggeschimmelt? Nee, beim Trinkwasser ist nichts. Ach Also so. es wurde halt ausgetrunken, aber das ist nicht auf die Hälfte runter. Wir Ja, aber sind wir also brauchen ja noch gut trotzdem noch welches, versorgt. oder? Naja, aktuell habt ihr einen Monat minus, ich glaube, 10 Tage oder sowas. Wir können also noch zweimal die Rückfahrt 20, antreten, 20 ohne Tage. Probleme zu haben. Also ein bisschen Alkohol auch noch kaufen, das würde ich aber nicht unbedingt mit Jana besprechen, das würde ich dann einfach mal so machen, weil um die Mannschaft bei Laune zu halten. Wir haben ja andere Ansichten, er und ich.
Ephedaios hatte noch gesagt, er möchte mit der Bewahrerin von Wind und Wogen sprechen. Das muss, wie gesagt, nicht ausgespielt werden, wenn du nicht willst. Kann ich dir einfach die Informationen so geben, denn die teilt sie auch ohne Probleme mit dir. Das Everthorn ist ein über 2 Spann langes, weiß-blau-rot gesprenkeltes Muschelhorn, aus dessen verdrehtem Hohlraum die Meeresbrandung zu hören ist. Verzierung aus Mondsilber schmücken die Außenseite mit unbekannten tropfenartigen Emblemen. Es wurde am 24. Effort im Jahre 24 Hal, wir haben aktuell 32, das ist also schon ein bisschen her, von einem Neckar dem Tempel in Rethes übergeben, also auf den Zyklopeninseln. Sein Zweck blieb sehr lange verborgen. Erst vor kurzem wurde dann bekannt, dass das ein Geschenk von Effert selbst an die Menschen oder die Menschheit ist und eine Waffe gegen die bald kommenden Dämonenarchen und korruptiden Wesen ist. 24 Hal, da kannte man Dämonenarchen noch gar nicht, dementsprechend war den Leuten erstmal gar nicht bewusst, naja, was das eben ist, was das kann und dass es auf der falschen Küste ist. Ja, der Neckar hat es, wie gesagt, aus Versehen an die falsche Küste geliefert und das wurde dann in einer sehr, sehr langen Queste von ein paar Helden von Rethes nach Valusa transportiert. Das ist so der Hintergrund, jetzt liegt es hier, bisher hat es auch noch keiner benutzt. Es ist eine Waffe quasi, aber wie man die benutzen kann, soll, darf, wurde bisher noch nicht ausprobiert. Vielleicht draufblasen. Wahrscheinlich. Okay, muss aber gut drauf aufpassen. Ja, das sind so die Informationen, die du von, schauen wir mal nach, Jella Guriek, die Bewahrerin von Wind und Wogen, bekommst. Sie hat übrigens ein sehr hübsches Netz aus. Das ist so ein Fischernetz, relativ neu, also war noch nicht in Benutzung. Aber das hat sie sich so selbst umgeworfen, draus geschneidert und du kannst darunter auch ihre Brüste schimmern sehen. Sehr angenehm, wie du findest. Auch wenn sie ein bisschen älter ist, aber das steht ihr. Ich würde ihr noch Komplimente machen für ihre schöne Predigt gestern und sie fragen, ob sie irgendwelche Tipps geben kann. Für die Predigt? Ja. Du musst sie natürlich bei dem packen, was sie hören wollen. Wenn sie dir zuhören, dann kommen sie zu dir wegen den Aspekten, die Effort eben verkörpert. Sie kommen dann nicht zu dir, weil sie eine Predigt zu Praios hören wollen oder zu Ingrim, sondern eine über Effort. Auf dem Schiff bist du natürlich ihr einziger Ansprechpartner. Da musst du natürlich alle Götter verkörpern und musst für sie da sein, sich um ihre Seelen kümmern. Das ist besonders wichtig, gerade für einen Geweihten. Musst dir ihre Probleme anhören und darauf eingehen. Okay. Wirklich viel kann ich dir da nicht zu sagen. Wie macht ihr das denn auf den Zyklop? Nun, dort war ich nicht auf einem Schiff, sondern einem Tempel und wir sind immer von Fischerdorf zu Fischerdorf gefahren. Mit den Leuten geholfen, wenn der Fang ausgeblieben ist, ihre Netze kaputt gegangen sind oder dergleichen. Aber jetzt haben wir eine ganze Crew unter uns und die Probleme eines Matrosen sind ganz andere als die eines Fischers. Ja, das gerade natürlich auf der in der Tobrischen See bzw. Golf von Perikop, je nachdem wie südlich du fährst. Ja, hat Effert mich ins kalte Wasser geworfen. Aber ich fahr schon nicht unter. Du wirst dann ich gehe schon nicht unter. Gut. Gut. Dann hast du die Infos über das Horn. Wie auch immer dir das nützt. Irgendwelche weiteren Vorbereitungen? Möchte Brindigian zusammen mit einer Leiter ein Pentagramm anbringen? Nee, das hatten wir ja abgelehnt. Gut. Zu auffällig. Zu auffällig. Könnte ja sein, dass die schon hier sind und diesen Übergabeort beobachten. Exakt. Ich möchte gerne verschiedene also OT-Outfits, also verschiedene Kleidungsstile an Brindigian ausprobieren und würde versuchen, ihn zu verkleiden. Du möchtest ihn verkleiden? An mir ausprobieren?
Ich dachte, du wirst auch verkleidet heute Abend, nein? Gibt glaube ich keinen Grund, oder? Ich bin ja in der Kneipe da gegenüber. Ich dachte nur, falls du irgendwann rauskommst, dass man dich als Magier nicht erkennen soll, aber okay. Ich meine, wenn er rauskommt, hat er 5 Wachen starren immer was Gannerin bei sich. Und irgendwer hat Alarm geschlagen, damit ich rauskomme. Okay, okay. Dann würde ich mich selber versuchen zu verkleiden in verschiedenen Outfits und würde es absegnen lassen von Yalan. Aber ich helfe dir gerne, dich zu verkleiden. Oh mach ja, das kannst du natürlich machen. die Tarnung von Brepigian ist dann irgendwelche bunten Tücher und zagefältigen Symbole ins Haar. Irgendwelche tollen Frisuren flechten. Hauptsache groß und bunt und zopfig. Oh ja, werd meine neue beste Freundin, Brepigian. Ich glaube, Brepigian kann besser Zopfe flechten als du. Wir haben so viel gemeinsam. Ja, na komm. Kaum ist Johnny weg, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Beste Freundin, Dahu. BFL. Egal. Ja. Jedenfalls, wer der Rest sich einen schönen Tag macht, tue ich das, was ich gesagt habe, und unterrichte Ihre Exzellenz unsere Auftraggeberin und seine Gnaden den Inquisitor von unseren Plänen. Ihn nicht, weil ich muss, sondern weil ich mir vielleicht einen Rat erhoffe. Ein Rat. Götterfeindliches Gezücht sofort ausradieren und er fragt dann auch sehr spitz danach, wo dieser Übergabeort sein soll und er will dich begleiten. Er will mit dir unter diesem Torbogen stehen. Es tut mir leid, aber ich fürchte, dass das Geschäft ist, an dem ihr keine Freude habt und an dem auch der Herr Praios lieber wegschauen möchte. Ich werde das Licht von Praios mitten in der Nacht bringen, auch wenn es nachts um 4 Uhr ist, die Stunde des Wolfes. Glaube ich euch gerne, aber wie gesagt, ihr habt eure Verantwortung und ich meine. Und ich fürchte, wir müssen dem Herrn Praios auf unsere eigenen Arten dienen. Würfel mal ein Überzeugen. Auch wenn es manchmal nicht auf den ersten Blick so scheinen mag. Denn genauso wie ihr diene ich auch dem Licht. Am Ende zumindest. Würfel mal Menschenkenntnis. Nö. Ja. Alles klar. Ein paar Leute schließen sich dieser heroischen Queste an. Scheiße. Du findest sie dann auch im Haus Drachenstein, da sind sie untergekommen und besprechen wohl gerade noch, was für Nahrungsmittel sie dann mitnehmen in Richtung Pereine Furten, weil die brauchen auch weitere Dinge und ja, du gehst dann nach getaner Arbeit wieder im Haus Drachenstein deinen Sachen nach, planst weiter, schaust ab und zu mal bei den anderen in der Gasse vorbei, guckst dann nach Bogen, Armbrust, alles was sie irgendwie da haben. Während du nicht bemerkst, wie dir eine unscheinbare Person folgt. Dazu allerdings später mehr. Okay. Herr Daus macht die Crew noch klar, dass die Ablege bereit ist. Wird sie aber nicht darüber aufklären, was genau vorgehen wird, damit sie da nicht rumtratschen. Und bei der Stadtwache möchte ich noch ein schriftliches Testat da lassen, wo ich Mokel Anklage oder eine Zeugenaussage hinterlasse. Wenn du nach Mokel fragst, dann wird man dir sagen, der wurde bereits dem Richter überführt und der wird demnächst gehängt und dann verbrannt. Waffen der Götter sind hart, aber gerecht. Die Ingrim-Geweihten, gebaut hat diesen Feuerturm die Zwerge, aber im Turm selber befinden sich normale menschliche Ingrim-Geweihte mittlerweile. Also da laufen auch noch ein paar normale Zwerge rum, aber so wirklich viele Angrosch-Geweihte oder der andere Zwerge wirst du da nicht mehr so finden. Ja, das Brennmaterial ist zwar knapp, aber für so einen Zwerg findet man noch genug. Die finden das gar nicht so sehr toll, dass hier in ihrem Namen die Stadt angezündet wird. Es ist natürlich wichtig, dass nichts höher ist als der Feuerturm. Dieser uralten Prophezeiung entsprechend ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Aber toll finden sie es trotzdem nicht, was da passiert ist.
Gut. Weitere Dinge, die ihr tun wollt. Die Nahrungsmittel wollt ihr auf euer Schiff verladen, ja? Ja. Okay. Aber diesmal anders, als sie letztes Mal waren, weil da sind sie irgendwie angeschimmelt. Das heißt, ich würde versuchen, irgendwas, vielleicht irgendwie was aus Leder, da drunter zu stellen, damit sich quasi nichts von unten durchs Holz fressen kann. Also quasi wie eine Art Lederboden unter ein Fass machen. Das, ja. Hauswirtschaft in die Box. Und dann Frage, welche Bewaffnung wollt ihr mitnehmen? Voll, ich trete hier als schwarztropischer Ritter auf. Also quasi alles, was du brauchst, alles, was du als topischer Ritter am Mann hast, minus Rucksack. Und anstatt normalen weißtopischen Wappens dann ein Schwarztopier. Ja. Beziehungsweise ich nehme an, ich bin ja in der Stadt unterwegs, ich kann den Schild und den Streitkolben zu Hause lassen. Oder auf dem Boot. Und den Bogen. Wie viel Zeug hab ich denn? Ephadaios, was willst du mitnehmen? Meinen Effortband, das Schild aber nicht. Die normale weiße Iffernhautrüstung? Ja, aber unter meiner grauen Kutte. Okay, dann. Auf meinen Halsschmuck werde ich verzichten. Also, bist du als Effortgeweihter zu erkennen mit der blauen Robe? Das ist eine graue Robe. Ich glaube, ich bin leicht mit einem Bettler oder Armen verwechselbar. Sind da also gefällige Symbole drin? An der Kutte nicht, nein. Das ist dieser Halsschmuck oder dieser Kragenschmuck. Und den lege ich ab. Okay. Wascher. Bettlerin? Ja, war ja so abgemacht, ne? Dolche? Dolche dabei. Ja, was noch? Gut. Ashika wird auch auf dem Schiff nicht gelassen worden sein. Das heißt, sie wird irgendwo in ihrem Körper sein. Eng umschlungen. Ashika am Körper. Eine windende Schlange in einer sehr kalten, ja, still. Saarnacht. Ja, auf dem Schiff ist es noch kälter, oder nicht? Ja, aber Haus Drachenstein ist warm. Ach so. Also, ja, mir egal. Kannst du auch am Körper haben, aber behindert dich dann noch irgendwann. Weil dir ist auch irgendwann kalt und das ist eine Schlange. Wir haben okay, dann bleibt es bei Haus Drachenstein. Muss ich halt dran denken, sie abzuholen. Gut. Brindigia. Ja, Brindigia nimmt alles mit, was man für den schönen, lauschigen Abend im topischen Hof so braucht. Stab? Dolch? Stab. Ja, Dolch ist halt auch immer dabei, den werde ich ja sowieso nicht benutzen. Rucksack. Also Mantel, nee, Rucksack nicht. Also nur Mantel, Robe und Stab. Hast du noch Kreide oder sowas mit? Oder ein Pentagramma-Holzbrett? Tja, gute Frage, sowas vielleicht mitzunehmen. Ich habe Kreide dabei, dann werde ich die noch aus dem Rucksack rausnehmen, um das mitzunehmen. Das ist natürlich immer die Frage, das dauert halt immer ewig, aber kann man dazu nur mitnehmen, ja. Nehme ich auch mit. Dann positioniert ihr euch. Habt den ganzen Tag über geplant. Das Schiff verladen, abreisebereit. Die Männer sind informiert, dass es sehr früh morgens losgeht und dass man sich dementsprechend bereit machen soll, bereit halten soll. Die Söldner wurden positioniert. Die Geweihten bzw. die Magierin wurde informiert. Der Inquisitor wurde gebeten, zu Hause zu bleiben. Hoffen wir, dass das funktioniert. Und dann wird es dunkel. Winternächte sind still. Frostig still. In der mondlosen Dunkelheit des Bogens kann Jalan aus der Ferne eine bisschen Kaschem-Fröhlichkeit hören. Irgendwo schreit ein Kind. Klirrt ein Eiszapfen, der gerade von dem Bogen neben dir gefallen ist, auf dem Pflaster zerschellt. Schreckst dich noch ein bisschen und plötzlich kannst du jemanden erkennen. Da ist jemand in der Dunkelheit, der sich langsam nähert. Du hörst die Schritte auf dem Asphalt. Zwei Personen in schwarze Umhänge gewandet kommen auf dich zu.
Ich stoße mich von der Mauer ab, tue einen Schritt nach vorne, stecke die Pfeife, die ich mir irgendwo organisiert habe, weg, stelle mich hin, nichts sagend, warte darauf, angesprochen zu werden. Es fängt an zu schneien. Es ist bitterkalt, wie du da die ganze Nacht standest. Ein ungutes Gefühl, was dich beschleicht. Eine Gänsehaut. Deine Nase läuft. Die beiden Personen bleiben stehen, schauen dich an. Seht sie das? Du schaust noch einmal nach deinem Handschuh, wischst dir ein weiteres Mal über die Nase und bemerkst, dein Handschuh ist rot. Du hast Nasenblut. Und damit beende ich die Runde. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. No.